startet die Maschinen fertig los. Das Drag Race unter den DL Skill Challenges steht an. Der Blitz. Eishockey-Profis, die mit voller Beschleunigung in Ausrüstung über das Eis rasen. Die Horrorvorstellung für die Versicherungen der umstehenden Kameramänner. Der Modus 1 gegen 1. Aber jede Zeit zählt einzeln. Dabei gilt grammatikalisch leicht angepasst in der DEL das gleiche wie im Straßenverkehr. Niemand will gegen Mauer fahren. Frankie aus München stürmt auf den 4. Platz. Frank Mauer mit einer Zeit von 14,28. Der Bär besiegt den Tiger im Sprint. So auch nur möglich in der DEL Skills Competition. Also hier laufen die Drittschnellsten aus der Vorrunde gegeneinander und Fischbuch mit 14,24 und Weber mit 14,84. Das Finale. Der Kölner Sebastian Uvira gegen Mannheims Neuzugang Markus Eisenschmidt. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen fast bis zur Ziellinie. Lokalmatador Eisenschmidt hat mit der einzigen Zeit von unter 14 Sekunden am Ende die Nase vorn. Und er hat auch eine Erklärung für seine Schnelligkeit. Ich glaube, dass viel auch genetisch bedingt ist. Ich war schon als Kind, ich war im Leichtathletik, war immer recht schnell, habe gesprintet und so weiter. Und der Rest ist dann auch einfach Training. Ich habe wie die letzten 5 Jahre wirklich Schnellkraft trainiert und versucht, schneller zu werden. Und ja, es zahlt sich dann auch irgendwann aus.